Wunderschönen guten Morgen, nicht erschrecken. Ich habe gerade die MAC Lashes ausprobiert und so total ungeschminkt sieht das echt komisch aus. Warte mal, da ist ein Haar an der Linse. Es war echt tricky. Also das ist nicht ohne diese Magnetwimpern anzubringen. Man muss echt, ja, also das Fingerspitzengefühl und man muss ganz, ganz vorsichtig mit Pinzette dran. Und jetzt sitzen die auch noch nicht richtig, dass man die so, ja, komplett dran kriegt. Ich wollte es gleich mal noch versuchen, wenn ich mich hier unten noch mit Wimperntusche schminke, ob es dann normaler aussieht, weil so finde ich es schon zu krass. Also ich habe gedacht, das wären ziemlich natürliche, aber ich glaube, es gibt noch natürlichere. So werde ich jetzt, glaube ich, nicht auf die Straße gehen. Das ist echt heftig. Ich mache jetzt aber mal noch ein bisschen anderes Make-up drumherum und gucke mal, ob ich das ausgleichen kann. Und dann brauche ich definitiv kürzere oder natürlichere. Es ist nicht einfach, die anzubringen, aber es geht. Man muss es einfach ein bisschen üben. Und ich liebe einfach, dass es nur dran geklickt ist und dass man sie wieder wegziehen kann und dann ist man abgeschminkt. Also wenn es die ein bisschen natürlicher gibt, glaube ich, werde ich auch Magnetwimpern-Fan. So, ihr Lieben, ich konnte das gerade üben, weil der Ben 2 Stunden in der Swing to Sleep geschlafen hat, was oberkrass war. Aber die Nacht war auch eine Katastrophe. Er dreht sich! Oh Gott, Ben dreht sich gerade. Oh Gott, Ben hat sich gerade gedreht. Papa! Ben hat sich gerade gedreht. Komplett alleine von Rücken auf Bauch. Oh, ich habe es leider nicht auf Kamera. Aber er hat sich gerade komplett alleine gedreht. Ah! Sollen wir es nochmal probieren? Komm, mach's nochmal. Mach's nochmal. Aber das, auf Kamera klappt das dann nie. Komm, wir helfen ihm mal ein ganz kleines Stück. Ja! Aber jetzt hat er es gerade ganz allein gemacht, ohne meine Hilfe. Ja, 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 du schaffst das! Du schaffst das! Komm, Ben! Oh! Dieser Tag geht in die Geschichte ein. Ben hat sich gedreht. Juhu. Das sieht jetzt echt komisch aus. Ich muss mich jetzt erst fertig richten, okay? Nein. Nein? Was Nein. soll ich machen? Sieht die Mama komisch aus mit den Wimpern? Nein. Nö? Findest du nicht komisch? Okay. Dann komme ich jetzt einkaufen zu dir. Mit dem Wauwau. Okay, ich muss jetzt erst einkaufen gehen. Also ja, die sind super unnatürlich. Auch wenn ich unten schminke, ist es trotzdem zu krass. Also ich muss mir da doch noch natürlichere bestellen. Aber ist jetzt auch egal, ihr Lieben. Jetzt kommt wieder der Mama-Alltag. Wir gehen jetzt den Sandkasten machen. Ich habe euch ja gestern gezeigt, dass André schon Beretta imprägniert hat. Und jetzt werden wir den Sandkasten machen. Na, süße Maus. Und dann haben wir einen großen Sandkasten, wo wir alle drin sitzen können. Ne? Okay, los geht's. Und Ben hat sich gedreht. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. No, I won't stop. It is my time. Mm-hmm. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow. I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way. Ihr Lieben, der Sandkasten ist fertig. Also, mein Papa und André haben den jetzt einfach praktisch erhöht mit noch einem Brett oben drüber. Und dann haben sie noch ein Sitzbänkchen gemacht. Das machen sie auch noch in die anderen Ecken. Aber da haben wir jetzt gerade noch anderes Holz imprägniert. Und die Unkrautfolie rein, Unkrautvlies, das auch festgemacht. Und dann der Sand. Wir brauchen noch ein paar mehr Sandsäcke. Aber so gefällt er uns jetzt echt gut. Und dann haben wir noch so eine weiße Plane gekauft. Die müssen wir jetzt auch noch zuschneiden als Abdeckung, dass nachts keine Katzen rein können.
Aber jetzt sieht es so schön aus, ihr Lieben. Das ist jetzt echt super schön geworden, auch mit den Blümchen und mit dem Rasen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie schlimm das aussah, noch vor ein paar Wochen mit dem Dreck, und jetzt ist es so toll geworden. Ich habe mir jetzt gerade noch die normalen MAC Lashes bestellt, also diese Magnetwimpern in einer ganz natürlichen Größe, also die überhaupt die kleinste Größe, die es gibt, die heißen Nude, weil ja, also ne, ich habe mich jetzt ein paar Mal im Spiegel angeschaut, ich finde es schon schön, aber es ist einfach zu krass für den Alltag. Deswegen habe ich die natürlichen jetzt bestellt, die sind auch günstiger, die kosten nur 25 Euro, aber ich habe einen Rabattcode genutzt von Isabel. Der heißt Easy Mac, I-S, also I groß, S-I-M-A-G, nur falls ihr den auch nutzen wollt, 10%, wenigstens ein paar Euro günstiger, 2,50 günstiger. Jetzt haben sie 22,50 gekostet, diese natürlichen, und die waren auch noch auf Lager, weil alle sind immer ausverkauft, das ist eine Katastrophe. Ich versuche euch nachher auch nochmal zu zeigen, wie ich die dran mache. Ich habe noch keine wirkliche Technik, aber ich habe mir dabei ja anderen so ein bisschen was abgeschaut. So, genug von den Wimpern. Jetzt kümmere ich mich ums Mittagessen. Jeder hat wieder andere Wünsche, deswegen gibt es 3 verschiedene Gerichte. Liana möchte Vareniki. Das sind diese, kennen die meisten Pappenheimer, kennen sowieso die Kartoffelbrei gefüllten Teigtaschen. Andersrum, Teigtaschen gefüllt mit Kartoffelbrei. André hat Lust auf Grill, der grillt sich jetzt was, und ich mache mir ein Gnocchi mit Pesto. Total bescheuert, aber ich habe so Lust auf Gnocchis. Ich könnte jetzt auch mit Liana Vareniki essen, dann wäre es ein Gericht weniger, aber ich will jetzt Gnocchis. Gnocchis mit Pesto. Liana, es geht aber alles schnell, es ist alles fertig. Deswegen hauen wir das jetzt kurz einfach in die Pfanne. Schaut mal, ihr Lieben, heute gibt es nur Fertigprodukte. Das sind diese Vareniki aus dem russischen Laden. Das sind eben diese gefüllten Teigtaschen, und die kommen einfach in kochend heißes Wasser für 5 Minuten. Und dann isst Liana die am liebsten mit Schmand. Und ich mache mir dann einfach Gnocchi mit Pesto und Sahne. Also ja, nichts, worauf ich jetzt sonderlich stolz bin, aber ich finde, gerade diese Dinge muss man auch zeigen, weil es schmeckt gut. Und zwischendurch finde ich Fertiggerichte absolut in Ordnung. So, die Gnocchis dürften jetzt kalt sein. Ben hat mich gerade gebraucht, hat geweint. Jetzt ist er im Tragetuch und ist eingeschlafen. Und jetzt wärme ich mir mal das Essen auf. Papi und Liana sind im neuen Sandkasten. Und wie findest du es, Liana? Hat der Papi gut gebaut und der Opa? Sehr gut. Was macht ihr so? Was gibt's hier? Kuchen? Nein, es gibt einen Turm gleich. Ah, ein Turm. Wow, der ist ja ganz schön hoch, der Turm. Da kann ein Affe hochklettern. Ein Affe kann da hochklettern? Weißt du? Was? Affe mag es, wo kalt ist. Die mögen es, wenn es kalt ist? Und was machst du da jetzt oben drauf? Ein bisschen Zucker? Pudre. Ah. Und Mia bewacht das Ganze hier? Machen die das richtig? Oh, der Ben. Der arme kleine Ben, der ist super unruhig, ne? Also die Nacht war ja, habe ich euch das schon erzählt, die Nacht war katastrophal heute Nacht. Der war super unruhig und hat sich nur beruhigt, wenn er direkt auf mir gelegen ist, direkt auf meiner Brust. Und ich konnte also nicht wirklich schlafen, weil ich dann immer Angst habe, dass er irgendwie runterrutscht, wenn ich auch einschlafe. Aber jedes Mal, wenn er dann so richtig eingeschlafen ist und ich gedacht habe, so, jetzt schläft er tief und fest, dann rolle ich ihn so auf die Seite neben mich, dass ich ihn wieder ablegen kann. Dann war er wieder wach. Also ja, es war katastrophal. Aber dadurch, dass er sich heute Morgen gedreht hat, habe ich gedacht, hat das bestimmt damit zu tun. Wenn da so viel passiert in dem Köpfchen und in dem Körper, dann sind sie halt oft unruhiger. Und jetzt strahlt er mich an. Auf dem Wickeltisch komischerweise ist die Welt dann wieder in Ordnung. Ich gucke jetzt mal, ob ich ihm ein bisschen mit einer Bauchmassage helfen kann, weil er auch ein bisschen pupst. Es könnte sein, dass er auch ein bisschen mit dem Bauch zu kämpfen hat. Deswegen kriegt er jetzt mal eine Massage mit dem Bäuchleinöl. Und dann schauen wir mal, wahrscheinlich wieder ab ins Tragetuch. Also heute Morgen hat er ja 2 Stunden in der Swing to Sleep geschlafen. Jetzt wollte er gerade nicht rein, wo ich gedacht habe, vielleicht tut ihm das heute besser. Vielleicht schläft er da länger am Stück, aber das wollte er jetzt gar nicht. Dann habe ich ihn in die Trage genommen, wieder an meine Haut, und dann ist er gleich eingeschlafen. Und jetzt, das war aber nicht so ein langes Schläfchen, jetzt ist er wieder wach. Jetzt werde ich, wie gesagt, Bauchmassage machen, vielleicht ein bisschen Fingerspiele, bisschen mit ihm spielen, während Papa und Liana im Sandkasten sind. Ne, kleiner Süßer.
Ach, und jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe heute Morgen, gestern Abend, weiß ich gar nicht mehr, wann war es, ich glaube gestern, die Wickelrucksäcke noch verlost. Und auf YouTube hat eine Elke gewonnen, die hieß, die mit den Wölfen tanzt, glaube ich, war der Username, aber in der Nachricht oder in dem Kommentar hat sie dann noch Elke hingeschrieben. Also Elke, wenn du das siehst, du hast den Wickelrucksack gewonnen, dann melde dich doch gerne bei mir, weil das hast du noch nicht getan und ich brauche deine Adresse, dass du den Wickelrucksack auch bekommst. Und auf Instagram habe ich auch verlost, aber die hat sich gleich gemeldet, die liebe Jacqueline. Da war es dann klar. Und ja, ich freue mich, dass ich euch die zwei Rucksäcke schicken kann. Die sind echt super. An die anderen, die einen gerne bestellen würden. Ich habe in dem Wickelrucksack-Video, da steht auch Wickelrucksack im Namen von dem Video, da habe ich unten den verlinkt und auch Rabattcodes reingesetzt. Der ist gerade echt super billig. Also wenn ihr euch den kaufen wollt, wenn der euch gefallen hat, dann geht nochmal zu dem Video. Genau, ich verdiene da nichts dran. Das war nur, weil die Frage so oft kam. Wo hast du deinen Wickelrucksack her? Welcher ist es genau? Weil da gibt es tausende gleiche auf Amazon. Deswegen wollte ich euch genau den nochmal verlinken. Also unbezahlte Werbung. Aber das mache ich natürlich sehr gerne, wenn ihr da dann auch ein gutes Produkt damit bekommt. Also Preis-Leistung stimmt einfach bei dem Rucksack. Der ist nicht wahnsinnig teuer und bei mir hält er wirklich schon sehr lange. Also schon zweieinhalb Jahre sowas. Ich hatte den nicht gleich von Anfang an bei Liana, aber ziemlich schnell dann. Ich weiß es gar nicht mehr. So, ja, ich wollte gerade sagen, die Bauchmassage hat gar nicht so viel gebracht. Hat sie. Genau das wollten wir. Juhu! Ich muss mal wickeln. Ich muss jetzt wieder hier draußen laufen. Da ist es einfach am besten oder am leichtesten, den Ben wieder ein bisschen in den Schlaf zu bringen, wenn er so unruhig ist. Ja, mein Schatz. Ich kann gerade nicht fangen, mein Schatz. Weißt du, weil der Papi fängt dich, okay? Mit Ben vorne drin ist das ein bisschen schwer zu rennen. Aber der Papi fängt dich. Also jetzt bin ich wirklich richtig verliebt in unseren Vorgarten. Das ist so toll für Liana. Sie hat jetzt echt alles, was sie auf einem Spielplatz auch hat. Und da werde ich ganz oft danach gefragt, ihr Lieben. Auch auf Instagram und so. Diese Töpfe hier, diese Hänge... Wie heißt das? Hängeblumentöpfe? Die sind von Butlers. Das ist ein Dreiertopf und da vorne die Rosanen, das ist ein Zweiertopf. Nur das ja, dass ich das auch mal beantwortet habe. Wir haben einen Liegestuhl im Gartenhäuschen, Schatz. Willst du nicht? Okay. Wir sind gespannt, wie lange das Gras so schön bleibt. Weil jetzt wird es bespielt. Jetzt wird es wahrscheinlich... Oh, Papi, du bist bauchfrei. Sexy. Jetzt wird es bespielt, jetzt wird es bestimmt nicht mehr so lange schön sein. Die Liana hat sich jetzt versteckt und wir wissen nicht, wo sie ist. Bleiben Sie, wo Sie sind. Liana, wo bist du? Ist sie vielleicht im Häuschen, Papa? Nee? Vielleicht ist sie auf den Baum hochgeklettert. Wisst ihr eigentlich, dass unser Baum Nami heißt? Liana hat ihm einen Namen gegeben. Nami. Aber auch da ist Liana nicht. Wo könnte sie denn sein? Liana, bist du hier? Nee, auch nicht. Ah, da ist sie. Eins, zwei, drei. Hopp. Soll ich euch eine Picknickdecke bringen? Mhm. Ja? Dann kann ich essen. Hast du Hunger? Ja. Was willst du essen? Oh, was ist da? Nee, das ist keine Biene, Schatz. Das ist irgendein Oh, doch, oder? Ist das eine Babybiene, Papa? Schau mal. Ey, das sieht echt aus wie eine kleine Biene. Oder? Das ist eine kleine Babybiene. Ich bin schon wieder am Rumlaufen, ihr Lieben. Er ist so unruhig. Ich werde jetzt gleich versuchen, ihn nochmal in die Swing to Sleep zu legen. Wenn er eingeschlafen ist, vielleicht hilft ihm das nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber ja. Ich habe gedacht, gut, vielleicht möchte er nicht im Tragetuch sein, dann lege ich ihn mal ins Spielzimmer und mache Fingerspiele. Wollte er auch nicht, also ja.
Jetzt ist gerade ganz viel Nähe. Eigentlich ist er am zufriedensten, wenn ich rumlaufe draußen. Das mache ich jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen im Garten hier spazieren, tragen und mal gucken, ob er dann einschläft. Aber wenn halt gerade so viel Neues passiert, dann ist klar, dass er das verarbeiten muss. Ich werde jetzt ein bisschen im Garten spazieren laufen, ihr Lieben, und werde jetzt auch das Video beenden. Erstens, dass ich voll für Ben da sein kann. André muss auch noch mit Mia los, dann habe ich nämlich beide Kinder. Und wenn Ben schläft, kann ich mich dann nämlich wieder um Liana kümmern und André kann dann losgehen. Ich hoffe, ihr wundert euch nicht, dass ich gerade so viele Veränderungen vornehme, aber ich habe einfach nach 3, 4 Monaten, ne, jetzt sind es schon 4 Monate, Baby mal wieder Lust, mich schön zu fühlen, und deswegen habe ich das auch mit dem Pony gemacht. Und das Schminken ist ja auch was, was man einfach macht, um sich selbst gut zu fühlen. Also ich schmink mich nicht für andere, ich bin ja eh nur zu Hause, sondern dass ich mich wieder wohlfühle. Und Schminken ist halt echt, dafür habe ich echt keine Zeit. Das ist echt super, also dass ich mal im Badezimmer irgendwie länger wie 5 Minuten habe, das kommt eigentlich nicht mehr vor, seit ich Mama bin. Und deswegen habe ich halt gedacht, hey, ich probiere das aus mit den Wimpern. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde jetzt total zur Tussi und werde jetzt hier die neuesten Beauty-Trends vorstellen. Auf keinen Fall. Ich mache das nur ein bisschen für mich, um mich gerade schöner zu fühlen. Das braucht man ab und zu mal wieder. Und ja, nur, dass ihr keine Angst kriegt, dass sich jetzt hier irgendwas verändert. Ihr Lieben, ich werde jetzt mit Ben eine Runde spazieren und dann werde ich das Video schneiden. Deswegen verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Bis ganz bald. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?